Arctic Trucker Simulator. Arctic Trucker Simulator, offiziell unterstützt von Alex Debokrowski. Wer? Alex Debogorski. Alex Debokrowski, PV-Persönlichkeit. Facebook. Facebook, Ice Road Truckers, Ice Road Truckers, Ice Road Truckers. Ah ja. Alex Debogorski. Tja, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu, keine Ahnung, Arctic Trucker Simulator. Alex Debokrowski, der nette Herr da links, der so wundervoll und schön und charmant da eingetragen worden ist. Ein neuer Simulator, ein neuer Simulator. Ich konnte es leider nicht überprüfen, denn es gab mal einen Ice Road Truck Simulation. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich lange her. Ich habe auch keine Ahnung, ob das mit 80 Wheels of Steel was zu tun hatte. Glaube ich aber beinahe nicht, aber ich kenne auf jeden Fall Ice Road Truck Simulation oder Ice Road Truck Simulation. Und ich kann euch nicht so wirklich sagen, ist das jetzt neu oder ist das jetzt eine Neuveröffentlichung. Also ist es jetzt ein komplett neues Spiel oder ist das ein recycelte altes Spiel, was unter neuen Namen, unter international Namen jetzt auf Steam wieder veröffentlicht worden ist? Publisher ist auf jeden Fall United Pendant, schieß mich tot, kurz UIG. Und die Qualität ist ja leider Gottes aus dem Publisher bekannt. Publisher ist nicht Entwickler, ist klar, aber UIG hat sehr viele Trash-Simulatoren in seinem Portfolio. Das kann man nun mal schlecht abstreiten. Wir drücken einfach mal eine Taste, um zu starten. Und das soll wohl irgendwas, also es wird offiziell unterstützt von diesem linken Mann hier laut Steam-Beschreibung. Ob sich damit einen Gefallen getan hat, ich weiß nicht. Aber es soll wohl was mit der Sendung Ice Road Trucks zu tun haben. Die Kanadier da, die da über die Dinger, was auf D-Max läuft und ihr wisst schon. Naja, wir drücken einfach mal eine Taste und dann lädt's. Alles klar, 2 Karriere, 3 Auftrag, 4 Trucks, F3, stelle den Trailer zusammen. Ah ja. Und das ist hier unsere Karte, okay. 3 Auftrag, 4 Trucks, was ist mit 4 Trucks? Trucks, wir haben Anhänger 1, Leistung 235, zurückgelegte Distanz 0, Grundwartung 2000, zurückgelegte Distanz 0, Preis 300 CR, Ölwechsel, Luftfilter, Reifen, Reinigung. Was gibt's hier so alles an Trucks? Bis jetzt nur ein, okay. Upgrades, Motor, Bremsen, Verbrauch, Design, Look auf der Fahrertür, Arctic Trucking, TCB, PLP, bla 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 bla. UIG Entertainment, na, nehme ich doch mal UIG Entertainment, wenn es nichts kostet. Namensschild Australia, na, nehmen wir einfach mal das, weil es schön ist. Lackfarbe, eigentlich wäre das schwarz eine schöne Farbe, oder? Wunderbar. Namensschild SL. Ne, Moment. Z-SLP-1993. Okay. Wenn das jetzt so akzeptiert wurde, freut mich das. Ach, hier Shop. Ah ja. Traktor. Quatsch. Truck. Okay, kann ein bisschen 4 Anhänger haben. Okay, verstehe. Hat scheinbar so übernommen. Das freut mich schon mal. An den Einstellungen habe ich alles eingestellt. Wir sind Grafik am besten. Voll HD, Dings, Kamerasichtweite voll, Entfernung der Bäume voll, Sound, denke ich mal, leise genug. Kann hier nur noch ein bisschen weiter damit runtergehen und vielleicht vom Motorsound her noch. Das ist die Steuerung. Wird uns, denke ich mal, schon alles erklärt. Das sind die Aufträge und das ist die Karriere. Beziehungsweise wir sind schon irgendwie drin. Ne? Wir sind schon seit 22 Sekunden irgendwie drin. Bruttoeinkommen, natürlich 0 CR, du suchst Arbeit. Verfügbare Lieferungen sind im Reiter Aufträger zu finden. Okay, wir sind hier am Depot und da blinkt irgendwas. Fracht haben wir hier. Okay. 10.000. 21.000. Okay. 3.000.
Okay, dann würde ich mal sagen, Auftrag starten, ne? Weil hier blinkt zwar irgendwie zwei was, aber Anlieferungsplätze. Ja, dann starten wir einfach mal. Okay. Und jetzt kann ich losfahren, oder wie, oder wo, oder was? Mach das mal hier zu. Ja. Ladung gespawnt und... Ach, mit den Pfeiltasten. Ich vergesse. Ach, da ist mein Kennzeichen. ZSLP 1993. Alles klar. Es ist wieder wunderschön. Wir haben keinen Fahrer. Mit C können wir rein. Oh, Moment. Das ist Recycling. Kennt ihr dieses Lenkrad? Abschleppsimulator. Nein, nicht Abschleppsimulator. Er hat doch irgendwie Abschleppsimulator 2000. Schieß mich tot. Das Spiel kostet im Übrigen auf Steam 8 Euro. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Was zur Hölle war jetzt das? Okay. Auf M. Wir müssen irgendwie da runter, deswegen fahren wir jetzt irgendwie mal da runter. Das ist auf jeden Fall Fahrphysik My S. Tja. Wir liefern dort einfach mal hin und schauen uns dieses tolle Spiel an mit diesem wundervollen Lenkrad und auch diesen Texturen, die wir hier drin finden, die so extrem hoch aufgelöst sind, dass man meinen könnte, hell yeah. Natürlich auch die Spiegel nicht zu vergessen. Man könnte fast denken, das ist ein Simulator aus dem Jahre 2008. Könnte man aber auch nur meinen. So, wir müssen rechts rum, würde ich mal behaupten. Deswegen fahren wir rechts rum, wenn wir rechts rum können. Noch können wir nicht rechts rum, okay? Da vorne können wir irgendwie rechts rum. Ja, wie gesagt, Fahrphysik My S. Damit können wir die Kamera wechseln. Wir haben eine permanente Hinteransicht. Achso, das muss ich manuell einstellen, alles klar. Mit Mausrad können wir rauszoomen. Ist ja mal gar nicht laut im Vergleich zum restlichen Spiel. Ah, gut, wir können hupen. Mit L können wir das Licht anschalten. Ja, funktioniert wunderbar. Ja. Und dann fahren wir jetzt mal zu dieser komischen Abladestelle da hinten. Du bist unterwegs. Wahnsinn. Ein Tag geht im Übrigen 10 Minuten. Kann man auch noch höher oder kürzer einstellen, je nachdem. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier das Licht an. Und hupen einfach mal. Ja. Da wurde der Sound abgemischt. Alles leise. Die Musik etwas lauter, habe ich aber so gelassen. Und die Hupe, als hätte man sie mit dem Blechtelefon aufgenommen. Aber wir wollen ja nicht nur meckern, wir wollen ja nicht nur meckern. Wir wollen ja das Spiel spielen. Wir sind ja schon voll dabei. 30 km/h ist gerade scheinbar hier Spitze. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir sind mitten in der Winterlandschaft. Wir haben bestimmt einen schwächsten LKW, den wir haben können. Plus wir haben Stahlrohre hinten drin oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Die Lenkung ist sehr, nennen wir es mal, intensiv. Wir müssen hier einbiegen. Wir müssen hier geradeaus. Okay. Gucken, wie viele Abladestellen wir haben. Man sieht so langsam, wie die Bäume sich abdunkeln, weil die Nacht hereinbricht. Ah nein, das ist... Alles klar, das ist dieser Lichtwal, den wir werfen. Der baut sich dann von den Bäumen wieder ab. Man sieht, wie dunkel sie werden. Okay. Interessant. Ja. Achso, natürlich, die Maus geht auch nicht automatisch aus dem Bild. Hat das Spiel eine Spielrandbegrenzung? Nein, hat es natürlich nicht. Man kann außerhalb des Monitors klicken. Okay, aufpassen. Tja, und sonst so. Wann hattet ihr das letzte Mal Spaß mit dem Simulator? Ich weiß es nicht mehr so genau. C. Zumal, das ist auch so eingestellt, ich sehe ja hier nicht mal und, ne, und, Okay. Da soll ich abliefern, okay? Okay, fahr zum Depot zurück, um den Auftrag zu beenden. Wow. Ernsthaft? Ich mach mal Licht an. Jetzt soll ich die ganze Kackstrecke wieder zurückfahren und bin, okay. Machen wir das mal, ne? Und hören den Hintergrund. Im Hintergrund so der launigen Musik zu.
Und es fängt an mit Schneien, meine Freunde. Es fängt an mit Schneien. Okay, Leertaste ist ins Menü zu kommen. Du hast keinen Kraftstoff mehr. Es werden für dir 10.000 Notfallbenzinlieferungen berechnet, alles klar. Idyllisch. Man muss den Flow spüren. Das muss man ja mal sagen. Man muss auch jetzt diese 7,99 €, wie es kostet, genießen. Ist im Übrigen reduziert. Ich glaube, es kostet dann richtig 9,99 €. Also 10 €. Und hupsi, hätte ich rüber gemusst. Das muss man genießen. Ja, da muss man ja alles für sein Geld rausholen. Ja, man bekommt ja heutzutage nichts mehr geschenkt. Wenn es ja 10 € ausgibt, ne, dann muss man ein bisschen genießen. Ne, ist ganz klar. Na, erschreckt. Das tut mir ja leid. Da einmal ein Däumchen nach oben geben oder in die Kommentare schreiben. Ja, meine Fresse, ich spiele das Spiel jetzt 10 Minuten und könnte es eigentlich sofort wieder zurückgeben, um ehrlich zu sein. Das bietet ja null. Ich meine, wenn das unsere komplette Karte ist, hier unten rechts, ich mach das mal größer. Ey, hau ab da! Blöde Wildsau. Wenn das da unsere komplette Karte hier ist, ja. Ich meine, wir befinden uns ja noch im Festland. Ne? Wir können ja auch irgendwie da raus aufs Meer und alles. Das werden wir auch tun. Muss ich dementsprechend nur den Auftrag dafür... Oh, Moment, wo muss ich denn einbiegen? Da vorne muss ich dann einbiegen. Da gucken wir mal, wie das so auf dieser Ice Road da so funktioniert und alles. Aber... Dann würde ich sagen, reichen auch 2 Folgen. Ja, weil... Ich glaube nicht, dass das noch interessanter wird. Ich meine, bis zu 4 Hänger. Okay. Aber ich fahre immer nur von Depot zum Auftrag. Vom Auftrag zum Depot. Und vom Depot zum Auftrag und so weiter und so fort. Das halt einfach nur mit 1, 2 oder 4 Hängern. Und kann mich dann entscheiden, ey, gut, 4 Hänger, 3 unterschiedliche, oder hab 4 unterschiedliche Abladestationen. Zum Beispiel. Oder so. Puff. Ich finde ja schon mal schön, dass sie gerne 15 oder 20 Euro dafür verlangt haben. Ich bin mir, wie gesagt, auch nicht sicher, ob das ein Remake ist. Also es ist ein Remake, einfach ein altes Spiel unter neuen Namen aufleben lassen. Allerdings, wie soll ich mir das vorstellen? Ey Alex, hast du Bock, einen uralten Simulator mit deinen Namen drauf rauszubringen? Hat so in entferntester Art und Weise was mit der Sendung Ice Road Truckers zu tun. Nüdler, mach mal, ne? Oder der Mann braucht einfach nur scheiße Geld. Das kann natürlich auch sein, dass er sich dafür verkauft. 3000 minus 600 Kraftstoff minus 1000 fürs Abschleppen macht ein Nettoeinkommen von 1600. Ja. Durchschnittliche Geschwindigkeitsmultiplikator. Wow. Drücke F3 und stell die Trailer zusammen. Ich will eigentlich keine Reinigung kurven. Ich will kein Dings. Shop. Wo kann ich denn hier zur Hölle? Mein Dings da, Verbrauch minus 5%, ja, das interessiert mich ja eher weniger. Escape, ja. Ich will ja tanken. Wir sind ja hier am Depot und am Depot müsste ich ja rein theoretisch auch tanken können, oder? Weil tanken ist wichtig, ich habe nämlich nicht mehr viel Sprit. Ach, da hinten ist die Tankstelle. Moment, rumdrehen. Mal ein bisschen näher ran hier. Da hinten ist Tankstelle. Können wir da kostenlos tanken oder kostet das auch noch Geld? Wenn nicht, sind wir nämlich relativ schnell im Minus. Und auch wie gesagt, die LKW-Modelle. Da wird ja gleich auf jede Marke verzichtet. Auf Bremslichter, by the way, ebenfalls. Ah, ich muss einfach nur hier auf der Stelle bleiben, dann füllt sich das Ganze auf. Was schon mal sehr schön ist. Nee.
Und damit haben wir einen vollen Tank. Wahnsinn. Ich soll F3 drücken, um eine Fracht zusammenzustellen. Machen wir das dementsprechend auch mal. Wo fahren wir denn da am dümmsten hin? Da nicht. Da oben wäre a little bit zu weit. Das sieht doch gut aus. Okay, Auftrag starten. Wir werden auch freundlicherweise gleich wieder zurückgesetzt. Ja, umso besser, umso besser. So, und jetzt geht's da hoch. Also wieder vorne rechts rum und aber dann links, links, so auf Deutsch übersetzt. Okay, okay. Da kriegen wir schon mal 19.000. Hoffentlich reicht der Sprit. Ja, das sollte man dazu noch sagen. Das sollte man definitiv dazu noch sagen. Aber meine Freunde, die magischen 15 Minuten sind erreicht. Wir sehen mehr von diesem Spiel im nächsten Part. Der wird auch kommen. Entweder morgen oder übermorgen. Das weiß ich nämlich noch nicht so genau. Deswegen schaltet wieder ein, wenn Alex Depodrowski wieder sagt, es wird Zeit für Arctic Truck Simulator. Metal Leute. Und Metal On. Tschüss.